Mir gedacht, ich überrede über irgendwas und dann dachte ich, rede ich einfach über, was ich gerade mache, und das ist ein Buch lesen. Und zwar möchte ich euch heute etwas über das Cosmere erzählen. Das Cosmere, oh warte, vielleicht ist das Audio doch ein bisschen hoch eingestellt. Ich mache hier mal ein bisschen leiser, vielleicht. Okay. Das Cosmere, für denen das gar nichts sagt, ist ein Fantasy-Universum. Ja, und zwar ist das das Universum, in dem Brandon Sanderson so seine ganze Adult-Fantasy ansiedelt. Ich finde das total cool und ziemlich relativ nerdy. Und deswegen dachte ich, kann man darüber durchaus auch einfach mal was erzählen. Erstmal zum Thema Spoilers. Meine Policy ist quasi, ich erzähle nichts, was ich nicht auch in einem Pitch für die entsprechenden Bücher erzählen würde. Insbesondere spoilere ich keine spezifische Handlung. Aber ich rede relativ viel über Dinge, die für die Bücher nicht furchtbar relevant sind, aber implizit immer erwähnt werden und so Meta-Handlungen sind. Es ist ein bisschen weird, über Spoiler zu reden in dem Kontext, weil eigentlich sind das eher so erst recht Spoiler, aber dann auch nicht, weil sie nicht wirklich eine Rolle spielen, um die Handlung des einzelnen Buchs zu verstehen. Mehr so, man kriegt dann immer so Hints. Aber wenn ihr super Spoiler-sensitiv seid, weiß ich nicht, haltet euch die Ohren zu oder so. Ja, die Sache ist, dass die grundsätzliche Info ist Brandon Sanderson ist Fantasy-Autor. Er ist unter anderem dadurch berühmt geworden, dass er Wheel of Time zu Ende geschrieben hat für Robert Jordan. Und er wollte halt auch seinen eigenen so riesen Fantasy-Epos schreiben, so wie Herr der Ringe und Wheel of Time und all die. Aber er hatte eigentlich irgendwie keine Lust, dass Leute dann irgendwie 15 Bücher im gleichen Universum lesen müssen und so. Und deswegen hat er sich beschlossen, er macht einen Hidden Epos. Er macht einfach ganz viele verschiedene Fantasy-Serien, die alle aber in dem gleichen Universum spielen und miteinander verknüpft sind. Und dadurch, es ist kein Multiversum, es ist nicht irgendwie so MCU oder sowas, sondern es ist alles so ein Universum, aber es sind verschiedene Fantasy-Welten. So, erstmal, wie fängt quasi an, was uns interessiert? Und das fängt an mit dem sogenannten Chattering von Adonalsium. Das ist quasi so die Kosmologie des Cosmeres. Adonalsium ist, man weiß nicht ganz genau, ist ein super übermächtiges Wesen gewesen, irgendeiner Form. Das ist immer alles so Subtext. Ach so, by the way, das ist alles so ein bisschen so, ich drücke hier aus, wie ich derzeit so das alles so verstehe und interpretiere, und vieles davon ist so, man weiß es halt nicht, weil er ist natürlich noch nicht fertig mit seinen ganzen Serien und so. Aber deswegen rede ich sehr viel über so, man weiß das nicht. Man weiß nicht genau, was Adonalsium ist, aber man weiß, dass als Adonalsium vor irgendwie sehr langer Zeit von 16 Personen, es gab 16 Personen, die beschlossen haben, sie wollen Adonalsium töten oder vernichten oder zerschmettern. Und dann wurde als Adonalsium eben in 16 Stücke gebrochen, und das sind die Shards. Und jede dieser 16 Personen hat halt eins dieser Shards dann quasi in sich aufgenommen und hat dadurch die Mächte also ein Teil der Macht von Adonalsium in sich aufgenommen. Und die sind jetzt quasi dadurch Götter geworden. Wie gesagt, es gibt 16 Stück, 16 Shards. Zwei davon sind bisher noch nicht benamst. Und vier davon sind zwar bereits benamst und wurden schon erwähnt, aber die sind noch nicht irgendwie Teil von Geschichten geworden. Und alles, was hier quasi in grün geschrieben ist, das sind Charts, wo wir relativ genau, also wo wir Bücher haben, die sich damit beschäftigen, was diese Charts derzeit so tun. Und wie ihr so seht, die sind alle so benamst, so nach In Intent nennt sich das. Also es gibt irgendwie Honor ist eine Shard. Das ist eine Shard, die irgendwie, der ist das sehr wichtig, dass man seine Eide einhält und so. Preservation ist eine Shard, die irgendwie, die will unbedingt alles erhalten und dass sich nichts ändert. Und Ruin ist eine Shard, die will unbedingt alles zersetzen und zerstören. Und das heißt quasi, der Intent der Shard beeinflusst dann auch das Handeln des Vessels, also des Gefäßes, welches diese Shard jetzt in sich aufgenommen hat. Und diese Shards, die haben sich dann quasi zerstreut und verteilt auf die sogenannten Shard Worlds. Und
Da befinden sich jetzt quasi so auf mehreren Planeten immer so ein oder zwei Shards, die dann halt quasi dieses System so als Götter so managen. Und wie gesagt, alle machen das so ein bisschen anders. Und da komme ich gleich noch so ein bisschen zu. So, das heißt, das ist so ein bisschen so die Kosmologie. Ist so, wir hatten Adonasium wurde zerschmettert und jetzt gibt es halt diese Shards und diese Shards sind jetzt de facto die neuen Götter. Aber das sind halt alles eigentlich so Menschen, die halt einfach jetzt mit der Macht eines Gottes ausgestattet wurden und jetzt quasi als Götter agieren. So, dann muss man außerdem wissen, quasi eine Sache, die halt dieses Kosmeer ausmacht, ist, es gibt viele verschiedene Planeten und viele verschiedene Magiesysteme, aber es gibt quasi eine gemeinsame Metamagie. Und der Metamagie zugrunde liegt halt irgendwie dieses Prinzip von Investiture. Und das ist quasi der Stoff, aus dem Magie gemacht ist im Cosmere. Und Investiture kommt immer von diesen Shards her. Und Investiture es existiert halt so, wie wir eine Materie-Energie-Äquivalenz in unserer Welt hat halt das Cosmere eine eine Energie-, Materie- und Investiture-Dreifaltigkeit. Das heißt, die lassen sich auch ineinander umwandeln. Es gibt irgendwie materielle Investiture und es gibt irgendwie, Investiture kann in Energie umgesetzt werden und so. Außerdem existiert als ein quasi Strang, der sich durch dieses Cosmere zieht, auf vielen verschiedenen Ebenen, auf vielen verschiedenen Welten, das Prinzip von Splinters. Da komme ich später noch zu, an den konkreten Beispielen, was das ist. Ein Splinter ist quasi ein ganz winziger Teil einer Shard, also quasi bewusste ein Stück Investiture, welches Bewusstsein entwickelt hat, dadurch, dass es halt ein Stück von einem Shard ist. Und es gibt das Prinzip von Cognitive Shadows. Und Cognitive Shadows habe ich selbst ehrlich gesagt noch nicht so ganz verstanden. Das hängt auch mit Investiture zusammen. Im Wesentlichen, wenn man stirbt und irgendwie genug Investiture da war, dann hat man die Möglichkeit, nicht in Spiritual Realm überzugehen, sondern stattdessen als kognitiver Shadow zu bleiben. Aber again, das ist auch etwas, was sich einfach auf vielen Shard-Welten wiederholt. Das heißt, bei vielen der Büchern kriegt man immer wieder so, die äußern sich dann leicht unterschiedlich, die funktionieren dann leicht unterschiedlich, aber man erkennt dann schon so Eigenschaften wieder, dass das halt so im Wesentlichen sind das Geister. So, vereinfacht ausgedrückt sind Cognitive Shadows einfach Geister. Die andere Sache, die alle Shard-Welten gemeinsam haben, ist, was sich Realmatic Theory nennt. Das heißt, es gibt drei Realms. Es gibt das Physical Realm, das ist einfach so Planeten und so und wie wir die Welt halt kennen. Es gibt das Cognitive Realm. Das Cognitive Realm ist eine separate Ebene, die aber auch an unsere Welt gebunden ist. Das heißt, es existiert auch Räumlichkeit. Quasi jeder Ort in der materiellen Welt hat auch eine Entsprechung im Cognitiven Realm. Aber Entfernungen sind deutlich kleiner und es hängt alles so ein bisschen damit zusammen, mit wie Leute denken und wo Leute denken. Das heißt, wie genau das Cognitive Realm aussieht, das unterscheidet sich auch so ein bisschen kulturell, weil irgendwie in der einen Welt denken Leute halt sehr anders über das, wie gesagt, Beispiele kommen später, über das Cognitive Realm nach als andere. Aber allem hat halt irgendwie so gemeinsam, es gibt eine gewisse Lokalität, aber alles ist halt kleiner und das Cognitive Realm ist halt auch, wie quasi zwischen Planeten gereist wird, indem man halt in das Cognitive Realm wechselt und im Cognitive Realm hat man immer noch eine physikalische Form, man ist immer noch Mensch und man hat immer noch Space, aber dadurch, dass zwischen den Planeten denkt ja niemand und dadurch kann man quasi in so einem Wochenmarsch oder sowas zwischen Planeten im kognitiven Realm halt hin und her laufen, weil das kognitive Realm funktioniert halt spatially dann doch auch anders als unsere Welt, weil es halt sehr an, wie gesagt. Und dann gibt es das Spiritual Realm und das Spiritual Realm, das hat einfach nichts mit irgendwie Ort und sowas zu tun, da weiß man, also da existiert auch keine wirkliche Beschreibung von. Er nennt das Spirit Web, das ist mehr oder weniger, da ist, Ich würde vereinfacht vielleicht sagen, das ist, wo quasi Seelen hingehen, wo euer Idealbild residet. Aber das Spiritual Realm ist halt super abstrakt bisher. Das ist bisher noch nicht wirklich beschrieben, wie genau das funktioniert. Und das äußert sich derzeit mehr so in Sekundäreffekten zu, wie Magie funktioniert in diesen Shard-Welten. Und dann gibt es die Perpendicularities. Und Perpendicularities sind einfach Orte, wo
die Welten zusammendingsen und diese drei Realms sich quasi überschneiden. Weil irgendwie viel Investiture da ist, zum Beispiel sind das die Orte, wo die Shards wohnen, leben oder aufgetaucht sind oder sich viel aufgehalten haben. Da existieren dann so Orte, wo einfach man zwischen diesen Welten auch reisen kann. Und die sind deswegen dann halt interessant, weil man damit dann halt zwischen den Planeten reisen kann. Und again, das ist alles so Meta-Stuff, der eigentlich mehr so implizit erklärt wird, wie das alles funktioniert in diesen Büchern. Genau. Dann existiert diese Idee von Cosmere Awareness. Again, jedes Buch ist erstmal so abgeschlossen, jede Serie ist erstmal so abgeschlossen in sich. Aber es gibt halt Leute, die wissen, dass sie im Cosmere sind und dass man zwischen Welten hoppen kann, reisen kann. Und das eine ist World Hopping, nennt sich das. Das sind einfach, es gibt einfach Leute, die so unterwegs sind mit ihren eigenen Zielen. Ganz berühmt ist Hoyt. Hoyt ist in literally jedem Cosmere-Buch kommt Hoyt vor, mindestens einmal. Und das ist deswegen immer ganz witzig, wenn man den Namen Hoyt liest, dann weiß man schon, da muss man jetzt hinlesen. Chris ist eine andere sehr bekannte Worldhopperin, weil sie ist Gelehrte und sie reist halt durch das Cosmere und schreibt halt über die Magiesysteme. Das heißt, am Ende jedes Cosmere-Buchs existiert halt ein Arcanum, in dem halt beschrieben wird, wie die Magie auf diesem Planeten genau funktioniert. Und das ist halt immer geschrieben von Chris. Aber sie taucht halt auch als Charakter immer mal wieder auf. Außerdem gibt es so ein paar Organisationen, die das wissen und die dann auch irgendwie Ziele haben, die über die einzelnen Welten hinausgehen. Aber das Witzige daran ist, man weiß diese Namen, man kennt die, man hat die gesehen, aber man weiß immer noch nicht wirklich, was die eigentlich wollen. Das heißt, man weiß nur, die haben irgendwie Ziele, für die irgendwie mehr mit Adonalsium insgesamt zu tun haben, mehr mit dem Cosmere an sich zu tun haben, als mit den einzelnen Welten. Aber das nennt sich halt Cosmere Awareness und grundsätzlich sind halt verschiedene Bücher und verschiedene Charaktere auch unterschiedlich Cosmere Aware. Genau, das ist dann so, wenn man Nerd wird, wenn man Sanderson Nerd wird, dann wird man Cosmere Aware quasi. So, dann dachte ich, erzähle ich jetzt einfach mal zu allen Shardworlds so ein bisschen was, zu wie die funktionieren und wie sich diese Meta-Aspekte halt in diesen Welten widerspiegeln. Die größte und wichtigste, ich mache das quasi in absteigender Reihenfolge der Wichtigkeit, der Shardworlds ist Roshan. Roshan ist, da kann man im Zweifelsfall einen eigenen Vortrag drüber halten. Roshan ist die dickste, also Stormlight Archive, sind halt seine dicken Wälzer. Das ist die am besten ausgearbeitete Welt. Roshan als Sternsystem, man sieht hier rechts immer die Illustration von diesen, jede Welt hat halt sein eigenes Sternsystem. Roshan hat halt drei bewohnbare Planeten, Ashin, Roshan und Brace. Die sind auch alle drei bewohnt, aber die gesamte Handlung spielt halt auf Roshan. Und quasi für die Leute auf Roshan ist dann irgendwie Ashin ist der Himmel und Brace ist die Hölle und das ist, finde ich, ganz witzig gemacht. Und da gibt es halt irgendwie unendlich viel verschiedene Nationen auf diesem Planeten. Nicht unendlich viele, aber halt so ein Dutzend oder so. Die Shards, die auf Roshan unterwegs sind, sind Honor und Cultivation. Deswegen ist die ganze Magie ist also insbesondere sehr Honor gebunden. Das heißt, die Magie funktioniert auf Roshan so, dass es gibt 10 Surges, nennt sich das. Also das sind 10 Zauberkräfte, die man so mehr oder weniger hat. Und die erlangt man eben, indem man bestimmte Schwüre ablegt, indem man bestimmte Eide ablegt. Wird man Mitglied in einem Orden der Knights Radiant, nennen sich die. Und jeder Orden hat halt, ich wollte eigentlich noch eine Ende. Jeder Orden hat halt Zugriff auf 2 Surges. Die Welt zeichnet sich sonst dadurch aus, es existieren so High Storms. Das heißt, das ist so der zentrale Aspekt von Roshan ist, irgendwie einmal alle paar Tage kommt halt so ein Sturm, der geht halt von Westen nach Osten einmal über diesen Kontinent rüber und der fegt halt alles glatt. Deswegen ist auch der Großteil des Kontinents hat irgendwie auch keine Erde, sondern es ist alles quasi runtergefegt bis auf die Steine und die einzigen Pflanzen und sowas, die leben und die einzigen Tiere, die leben, sind halt auch alle sehr stark daran angepasst an diese High Storms. Deswegen ist das ganze Leben ist halt quasi, die haben halt alle Exoskelette, das sind alles so Krabben und Insekten. Die Pflanzen sind alle in der Lage wegzulaufen. Das ist immer ganz witzig, wenn man irgendwie, weil irgendwann ein Charakter von Roshan kommt, sieht dann halt mal so unsere Pflanzen und fühlt sich so unwohl, dass diese Pflanzen so faul hier rumhängen und sich nicht bewegen und so. Anyway. Sonst hat die Welt Spren und Spren sind eben Roshans Splinters, also die Splinter auf Roshan. Spren sind einfach belebte kleine Teile von Magie und die funktionieren halt, es existieren halt sowohl bewusste Spren, die halt ein Eigenleben haben und Persönlichkeit, als auch Emotion Spren, und das ist einfach so
Wenn du Hunger hast, dann tauchen so Hunger Sprains um dich auf. Oder wenn du Schmerzen hast, dann tauchen Pain Sprains um dich auf. Und so kannst du quasi immer sehen, wenn irgendwo starke Gefühle sind, siehst du halt da so kleine transparente Figürchen tanzen. Und sonst ist eben sehr prominent die Shardplates und die Shardplates, das sind so riesen Power Armor und riesen Schwerter, so wie man das aus Final Fantasy kennt. Die sind halt quasi unverwundbar und unzerstörbar, und davon existieren halt nur endlich viele, weil man auch nicht, die existieren schon ewig, das sind halt Artefakte aus einer Vorzeit, und irgendwie viel der Kultur dreht sich halt auch um, wer jetzt diese Shardplates hat und wer diese Shardblades hat, und offensichtlich ist es auch irgendwie plotrelevant irgendwann. Sonst gibt es auf Roshar so Parshendi, nennen die sich, und Parshmen. Und die Parshmen sind halt so eine Sklavenrasse, das sind nicht menschliche Einwohner von Roshar. Und da gibt es halt die Parshmen, ist halt so eine Sklavenrasse, die halt auch nicht bewusst wirkt, sondern die halt so wirkt wie so Cattle. Und die Parshendi sind halt eine davon separate Rasse, die halt so ähnlich aussehen, aber halt offensichtlich viel, also die haben halt offensichtlich Bewusstsein und so. Und ich glaube, es ist kein Spoiler zu sagen, die befinden sich mit den Menschen im Krieg während der Bücher, während der ersten paar Bücher. Das ist Roshar. Roshar sind die ganz fetten Bücher, wenn man sehr viel Zeit hat. Skadriel, die zweitwichtigste Welt, ist, wenn man mal von Mistborn gehört hat, das ist auch eine sehr bekannte Serie von ihm. Skadriel ist spannend, weil Skadriel ist eine sehr dynamische Welt. Mistborn ist famously hat mehrere Ehren, also bisher wurde Ära 1 und Ära 2 komplett veröffentlicht, und es ist, glaube ich, mindestens bis Ära 4 geplant. Das heißt, die Welt verändert sich auch einfach über den Verlauf dieser Serie immer sehr konkret. Also man sieht zum Beispiel hier auch, dass Galadriel halt auf in dem Starchart hat es einen alten Orbit und einen neuen Orbit, weil sich irgendwann halt der Orbit dieses Planeten geändert hat. Zu dem Zeitpunkt des Starts von Mistborn sind die Shards auf Skadriel sind Preservation und Ruin. Die haben einfach beschlossen, sie wollen mal selbst einen Planeten schaffen. Das heißt, Skadriel ist auch tatsächlich einer der wenigen Planeten, die von Shards geschaffen wurden. Und die Welt zeichnet sich aus durch, es existieren irgendwie Vulkane, dauernd regnet es Asche, alles ist super trist. Es liegt dauernd so ein wabernder Nebel über der Welt, deswegen Mistborn, weil der Nebel gebärt halt die Mistborn. Das Magiesystem auf Skadriel, es gibt halt drei Magiesysteme, Allomancy, Ferrochemie und Hemology. Das sind die sogenannten Metallic Arts, weil die alle irgendwie mit Metall zu tun haben, so im weitesten Sinne. Die bekannteste und offensichtlichste ist halt Allomancy. Das funktioniert so, dass man halt Metalle isst und dann kann man sie intern verbrennen, und je nach Metall kriegt man dann unterschiedliche Power. Aber unterschiedliche Menschen können das auch nur mit unterschiedlichen Metallen machen. Und dann sind halt die Metalle, es gibt diese Allomantic Table mit diesen 16 Metallen und den zwei Gottesmetallen, und dann sind die nach intern und extern und physisch und mental und sowieso aufgeteilt. Aber im Wesentlichen die Skadriel-Magie ist alles ist sehr metalllastig. Die Kultur von Skadriel zu Beginn ist halt ein absolutistisches Imperium. Es existiert halt, deswegen heißt das erste Buch The Final Empire. Es existiert halt ein Imperator, der ist halt übermächtig, der ist halt ein Gott de facto, und der hat einfach beschlossen, er macht jetzt sein Imperium und dann ändert sich die Welt nicht mehr, und er hält halt im Wesentlichen die ganze Zeit die Welt zurück vor Entwicklung, weil er nicht will, dass sie sich fortentwickelt, und er hat halt die Menschen getrennt in die Ska und in die Nicht-Ska. Die Ska ist halt quasi die Peasants, die Story geht dann so darum. Skadriel hat keine Splinters. Seel ist aus Elantris und The Emperor's Soul. The Emperor's Soul ist eine Kurzgeschichte oder eine Novella. Elantris ist so Brandon Sandersons erstes Werk. Seel hat auch zwei Shards, Devotion und Dominion. Zur Welt kann man echt nicht furchtbar viel sagen. Die ist so quasi so die Erde. Und es hat unglaublich viele Magiesysteme. Und die Magiesysteme, die haben alle so ein bisschen gemeinsam. Die zeichnen sich alle aus durch einen starken Fokus auf Formen. Also zum Beispiel Aondor, das ist das in Elantris dargestellte Magiesystem, ist, man zeichnet so Symbole in die Luft und dann passiert Magie.
Und irgendwie Forgery ist, man baut so Stempel und dann stempelt man Gegenstände und dann werden Gegenstände zu anderen Gegenständen, je nachdem, wie man sie stempelt. Das heißt, es hat alles irgendwie so mit Symbolen und Zeichen zu tun. Und die andere Sache, die Seel ausmacht, ist, alle Magiesysteme sind super ortsgebunden. Das heißt, man kann eigentlich immer nur die Magie machen von dem Ort, in dem man geboren ist und halt häufig dann auch nur an dem Ort in dem Land, in dem man quasi geboren ist. Was im Cosmere sehr wichtig ist, weil viel Cosmere-Handlung spielt halt über, man möchte Magie man möchte Investiture von einem Planeten auf den anderen verfrachten. Und mit Seelmagie geht das halt nicht, weil Seelmagie ist halt stark an den Ort gebunden, wo sie halt herkommt. Seel hat auch Splinters. Wenn man Elantris gelesen hat, dann kennt man Seons. Seons sind so kleine leuchtende Bälle, die halt Leuten hinterherlaufen und dann kann man über die quasi über entfernte Strecken kommunizieren mit anderen Leuten, die auch ein Seon haben. Das heißt, da erkennt man dann wieder, wenn man irgendwie, so wie ich, wenn man erst Stormlight Archive liest und dann Elantris liest, dann erkennt man halt wieder, dass irgendwie Spren und Seons irgendwie sich gleich anfühlen. Und das ist halt, weil sie halt wirklich in diesem Metamagiesystem wirklich das Gleiche sind. Die nächste Welt ist Narthys. Auch ein Buch, ein alleinstehender Roman, Warbreaker, hat ein Chart Endowment. Die Magie von Narthys dreht sich um, was es Biochromatic Breath nennt. Also auch ein sehr witziges Magiesystem, finde ich. Jeder Mensch ist mit einem Breath geboren. Und du kannst aber dein Breath weitergeben, freiwillig, an andere Leute. Und wenn du dein Breath weitergibst, dann wirst du Drap. Das heißt, du wirst so ein bisschen so... Es klingt so ein bisschen, als würdest du so depressiv werden. Es ist ein bisschen weird. Und du verlierst so ein bisschen deine Farbe, weil das Magiesystem sich halt auch um Farbe dreht. Wenn du halt irgendwie Magie wirken willst, funktioniert das so, dass du nimmst einen leblosen Gegenstand und du nimmst irgendetwas Farbiges und dann gibst du dem leblosen Gegenstand einen Befehl und eine Teilmenge deiner Breath. Also wenn du halt mehr als einen Breath hast, haust du den halt dein Breath ein. Und ziehst die Farbe aus dem farbigen Gegenstand raus und dann wird dieser unbelebte Gegenstand belebt sich, der wird awakened und führt dann deinen Command aus. Und je mehr Breath du hast, desto besser kannst du Commands geben und desto größer und desto mehr und so. Und du kriegst noch Sekundärkräfte durch viele Breaths sammeln. Außerdem hat Narthys das Prinzip von, bei Narthys sehen wir das erste Mal konkret Cognitive Shadows, die sogenannten Returned. Sind Returned Cognitive Shadows? Das ist eine gute Frage. Ich glaube schon. Returned ist unter gewissen Umständen, man weiß nicht genau wie, manchmal sterben Leute und dann wachen die spontan einfach auf als Returned und dann leben die und haben halt einen sogenannten Divine Breath und mit dem Divine Breath, den können sie einmal in ihrem Leben aufbrauchen, um eine beliebige Krankheit oder eine beliebige Verletzung zu heilen. Und sonst müssen sie aber jeden Tag quasi Breath konsumieren. Und das heißt irgendwie auf Narthys, insbesondere in der Welt, in der Warbreaker spielt, ist also die Gesellschaft quasi so aufgebaut, dass es so eine Theokratie mit so einem religiösen Kult um diese Returned. Und diese Returned kriegen halt quasi jeden Tag immer Leute geopfert, die dann halt ihren Breath an diesen Returned geben, damit der weiterleben kann. Und die Returned im Gegenzug hören halt immer Petitionen von normalen Leuten an, die halt wollen, dass sie ihren Divine Breath aufbrauchen, um ihre Mutter zu heilen oder sowas. Aber, also so spielt dann halt irgendwie die Kultur und diese Magie zusammen eine Rolle. Dann Tal'Dorei ist, again, es gibt super viele Welten, ich finde das sehr witzig. Tal'Dorei ist aus White Sand. White Sand ist ein Graphic Novel. Deswegen ist die tatsächliche Information relativ dünn. Tal'Dorei ist deswegen spannend, weil die Welt tidally locked ist. Das heißt, die Welt wandert immer die gleiche Seite der Sonne zu. Das heißt, eine Seite des Planeten ist konsistent in Sonne und eine Seite ist konsistent im Schatten. Und die Tal'Dorei-Chart ist Autonomy. Again, das spielt alles auch eine Rolle für die Magiesysteme, aber whatever. Und das ist deswegen spannend, weil dadurch halt die Kultur auch aufgeteilt ist. Es gibt halt die Dayside, das ist halt so eine Wüste, wo irgendwie Nomaden leben. Und dann gibt es die Darkside und auf der Darkside, das ist irgendwie eine für das Cosmere super hochtechnologische Zivilisation. Also die haben irgendwie Elektrizität, die haben Schusswaffen, die haben alles und da kommt auch Chris her. Aber dafür das Magiesystem, was man kennt, ist Sand Mastery, das existiert halt nur auf der Dayside. Und
das halt flashy, deswegen auch Graphic Novel. Im Wesentlichen, man kann so Zungen aus Sand bewegen, TM, indem man so Sand belebt. Ich bin, for the record, das ist, glaube ich, die Welt, mit der ich am wenigsten mich irgendwie, also die ich am wenigsten, ich mag halt Graphic Novels nicht so gern. Anyway. Sonst gibt es irgendwie noch so ein paar andere, die man irgendwie aus Kurzgeschichten und so kennt. Es gibt Six of the Dusk, ist eine Kurzgeschichte, die auch super cool ist. Anyway, ich glaube, der Rest ist unwichtig. Jolen ist noch spannend. Jolen ist, Brandon Sanderson hat, bevor Elantris veröffentlicht wurde, 10 andere Bücher geschrieben, die nicht veröffentlicht wurden. Und viele davon spielen im Cosmere. Das heißt, wir wissen über sehr viele Bücher, die vielleicht irgendwann geschrieben werden, was da passiert und wo die spielen, aber sie wurden noch nicht veröffentlicht, aber wir wissen es halt trotzdem. Und Yolin ist halt die Welt, wo Adonalsium shattered wurde. Und das heißt, wir wissen, dass das irgendwann passieren wird und wir wissen, dass es in einer Serie passieren wird, die Dragonsteel heißt. Aber wir wissen noch nicht genau, wie diese Welt funktioniert und was da passiert. Außer, dass es da Drachen gibt. Anyway. Ja, don't know. Das war's. Ich finde Cosmere voll cool und ich suche immer Leute, die Lust haben, irgendwie so 20 fette Fantasy-Romane zu lesen, damit ich mich mit denen über das Cosmere unterhalten kann. Genau, ich find's cool gemacht und ich finde, also es gibt, ach, das wollte ich eigentlich auch noch sagen, es gibt coppermind.net, Coppermind ist das Wiki, und eine Sache, die ich an diesem Wiki erwähnen wollte, weil ich sie total cool finde, ist, die haben eine Time Machine, da kann man sagen, quasi, ich möchte gerne, bevor Cytonic veröffentlicht wurde, mir dieses Wiki anschauen, und dann sind irgendwie alle Seiten, die man findet, hoffentlich, genau, sind jetzt halt irgendwie aus der Zeit, bevor Cytonic veröffentlicht wurde. Das heißt, wenn man jetzt Dinge nachschaut, kann man keine Spoiler bekommen aus neueren Büchern, was halt sehr praktisch ist, wenn man dieses Wiki benutzt, um zu verstehen, wie Dinge funktionieren. Das hätte ich mir sehr gewünscht für Wheel of Time zum Beispiel. Und eine andere Sache, die ich sehr erwähnenswert finde, sind die sogenannten Words of Brandon. Weil halt so Brandon Sanderson macht halt häufig so FAQ und so. Und es wird halt, alles, was er sagt, wird transcribed und die Antworten werden halt hier auch veröffentlicht auf diesen Words of Brandon. Und das ist deswegen ganz spannend, weil man jetzt hier irgendwie zum Beispiel so sagen kann, so weiß nicht, Spren suchen kann und dann findet man alles, was er je zu Spren gesagt hat, weil das halt alles getaggt ist. Und er beantwortet halt auch so super, also er empfindet sehr aktiv Spaß daran, Fragen über seine Magiesysteme zu beantworten, die weird sind. Das heißt, es kommen dann immer so Leute, die überlegen so, könnte jemand von Scadrial auch, was passiert, wenn der ein Stück einer Shardplate von Roshar verschlucken und verbrennen würde? Geht das und was würde dann passieren? Oder irgendwie, weiß nicht, wenn man sein Breath verloren hat und dann nach Roshar reist, kann man dann in einer Hailbond eingehen oder, weißt du, so, die stellen halt immer so Fragen, weil dadurch das halt auch, dass man auch weiß in den Büchern immer wieder, es tauchen halt immer wieder so Worldhopper auf, man kriegt immer wieder so mit so, ah, da ist jetzt jemand aus so einer anderen Welt, ich weiß noch nicht aus welcher, aber der ist jetzt offensichtlich, kommt dieser Mensch aus einer anderen Welt, dadurch, dass das so eng verzahnt ist, kommen halt auch immer wieder, diese Fragen werden halt auch relevant, weil du halt auch wirklich auch, es tauchen auf einmal in Scadrial neue Metalle auf, die vorher niemand kannte, und dann wird halt spannend, wie die sich verhalten und so. Das ist so ein Fass ohne Boden, irgendwie sich durch diese Words of Brandon zu lesen, um zu verstehen, quasi was, um Fantheorien aufzustellen zu was passiert und so und wie das alles gemeint ist. Anyway, ja, das kostet mehr. Fragen, I guess. Ich weiß nicht, wie spannend das ist. Ja? Die erste Frage, die sich stellt bei so einem komplizierten Buch wäre, wie realistisch hältst du, dass es fertig wird, bevor der Autor stirbt? Er ist sich des Problems bewusst. er ist, glaube ich, so Mitte 40, will ich sagen, oder so. Und er meint, er ist sich des Problems bewusst. Er hat Pläne für, wer es zu Ende schreiben soll,
Oder zumindest Pläne für das, dass es zu Ende geschrieben wird, für falls er sterben sollte, weil er halt auch, also specifically ist halt sein Background ja auch, wie gesagt, er hat Wheel of Time ist von Robert Jordan geschrieben worden und Robert Jordan ist halt nach dem 12. Buch an Krebs gestorben, glaube ich, oder an einem Aneurysma oder so, don't know, vergessen. Er ist gestorben mit Voraussicht, er wusste, dass er sterben wird und hat also Notizen angelegt und dann hat Brandon Sanderson die zu Ende geschrieben, die Serie. Das heißt, er ist sich des Problems tatsächlich sehr aktiv bewusst und er wurde auch regelmäßig gefragt. Die Sache, die seine Fans sagen, die ihn sehr positiv auffällt, ist, er hat so auf seiner Webseite so Progress Bars, zu wo er jeweils steht mit seinen derzeitigen Projekten. Und er gibt einmal pro Jahr etwas raus, das nennt sich State of the Sanderson. Und State of the Sanderson, da erklärt er so alles, was er so vorhat gerade. Und unter anderem enthält er da, hat er da halt auch immer so einen Projected Schedule for the next few years. Das heißt, er ist relativ bekannt dafür, relativ organisiert zu sein mit was er wann macht. Und da auch einen Daumen drauf zu haben, quasi zu wissen, wie lange er braucht und zu wissen, so. Das heißt, er ist sich des Problems bewusst. Mein Eindruck ist, dass vielleicht eher das Problem wird, dass er mehr und mehr abgelenkt ist durch andere Sachen. Also in letzter Zeit war er sehr, sehr, sehr abgelenkt. Also zum Beispiel Stormlight 5 verzögert sich jetzt um ein Jahr, glaube ich, weil er gerade abgelenkt ist, dass er irgendwie während der Pandemie mal so eben 4 neue Bücher geschrieben hat, die er nicht geplant hatte, und b, dass er, jetzt weird, und b, dass er gerade am Machen ist mit Verfilmungen, das heißt, da sehe ich eher die Gefahr. Ich glaube ehrlich gesagt, wenn er nicht vom Bus überfahren wird, ist die Chance ziemlich hoch, dass er fertig wird, ist meine Meinung. Also das ist zumindest die Kern-Cosmere. Also was er gesagt hat, ist, für ihn ist Core-Cosmere ist Stormlight Archive. Das sind 10 Bücher, von denen er bisher 4 veröffentlicht hat. Mistborn, ich glaube, er hat 13 oder sowas angekündigt, von denen er bisher 7 veröffentlicht hat. Und Elantris, hat er gesagt, sollen 3 werden, glaube ich. Das ist so Kern-Cosmere. Und dann gibt es halt so Sekundärsachen, die sich drumherum abspielen. Also das heißt, ja, ich glaube, also ich sehe das als durchaus realistisch an, dass er fertig wird. Also wenn er mit Stormlight durchkommt, dann kommt er wahrscheinlich mit allem durch. Also so meine Meinung, aber don't know. Sonst was Sachen? Werdet Sanderson-Fans. Redet mit mir über das Cosmere. Genau, es ist der Grund, aus dem ich gerade drauf komme. Es ist vorgestern das neue Mistborn Buch rausgekommen. Deswegen lese ich das gerade. Deswegen hänge ich da gerade. Naja. Seit wann gibt es das Universum? Also so öffentlich seit Elantris 2005. Ich glaube, also wie gesagt, er hat halt auch schon Bücher geschrieben, bevor er veröffentlicht wurde, aber Elantris ist halt das erste, was veröffentlicht wurde von ihm. Das heißt, technisch gesehen, ja, seit 2005. 17 Jahre. Und ja, das ist sowas so. Nee, das sind nicht die Dings. Anyway. Ja, es gibt irgendwie 15, möchte ich überschlagen, Bücher so verschiedener Länge. Was ist denn das mehr? Ja. Cool. Dann danke ich für eure Aufmerksamkeit.